Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile. Mein Name ist Frederik Schäffer. Heute switchen wir das Ganze mal ein bisschen. Diesmal Herr Mütter hinter der Kamera, ich vor der Kamera. Und ich darf Ihnen heute einen unserer tollsten Neuankömmlinge vorstellen. Was hier neben mir steht, ist der neue Tiguan 2 Liter TDI DSG 4Motion mit, ja, ich sag einfach mal Vollausstattung. Also es gibt nichts, was dem Auto fehlt. Erstmal angefangen hier vorne, wie Sie schon sehen, an der aggressiven Front. Wir haben hier das Airline-Paket mit dabei. Wir haben die IQ Matrix-Scheinwerfer mit dabei. Ich finde es von vorne einfach, ja, ist eine tolle Optik. Wir haben hier unten die schwarzen Applikationen mit dabei, das Ganze ein bisschen böser zu machen. Mir gefällt das echt richtig gut. Ist noch so ein bisschen jugendlicher, so ein bisschen aggressiver, damit auch der Vordermann auf der Autobahn weiß, jetzt fahre ich mal besser zur Seite. Das Fahrzeug hat eine super tolle Lackierung. Wir haben hier kein Standardweiß, wir haben hier Weiß-Perlmutt-Effekt. Ich weiß nicht, ob wir das gleich mal in der Nahaufnahme mit der Kamera einfangen können. Wenn ich hier so stehe und auf die Haube gucke, das glitzert überall. Ist ein echt toller Effekt. Ist halt schon nochmal was anderes als dieses Standardweiß. Ich denke mal sonst außen, wir haben hier die 19 Zoll Airline-Felge mit dabei. In so einem leichten Anthrazit-Grau. Super schöner Kontrast zu dem Weiß. Auch hier oben mit den Chromzierleisten. Wie gesagt, mir gefällt das richtig gut. Wir haben natürlich hinten bei einem 4Motion, was natürlich auf jeden Fall dazu gehört, die Anhängerkupplung mit dabei. Denn dieses Fahrzeug, so wie es hier steht in der Konfiguration, zieht 2,5 Tonnen. Also egal, was Sie vorhaben, ob Sie sich einen Bagger leihen wollen, weil Sie einen Pool graben wollen, gerade bei dem tollen Wetter im Sommer eine super Aktion. Ob Sie Ihre Pferdeanhänger ziehen wollen, ob Sie Ihr Boot ziehen wollen, ob Sie mit Ihren Fahrrädern nach Kroatien fahren wollen, mit diesem Auto alles überhaupt kein Problem. Und das Tolle ist, Sie sind spritsparend unterwegs, der Dieselmotor hat echt einen Top-Verbrauch. Sie brauchen sich weiterhin keine Sorgen machen, neueste Abgasnorm hier verbaut, Ihnen kann nichts passieren. Jetzt, wo das mit dem Dieselskandal wieder abgeflacht ist, kann man da echt drauf vertrauen, was da die Verbrauchswerte angeht und von der Steuer natürlich auch super. Und bei dem günstigeren Dieselpreis natürlich auch nochmal deutlich attraktiver als ein Benziner. Sonst denke ich mal, von außen haben wir soweit alles erwähnt. Wie gesagt, hier auch nochmal schöne schwarze Airline-Badge unter den Spiegeln. Wir haben hier natürlich alle Assistenzsysteme mit dabei, was wir hier gleich nochmal sehen werden in den Spiegeln. Der Totwinkelassistent. Wir haben hier vorne die Sensorik mit dabei für den Abstandstempomat, für den Spurhalteassistenten. Hier oben die Multifunktionskamera. Für die Verkehrszeichenerkennung, Rückfahrkamera ist natürlich mit verbaut, werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Insofern also echt das Rundum-Sorglos-Paket. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Kamera einfach mal mit ins Interieur von diesem Fahrzeug. Denn was uns hier erwartet, ist auch außergewöhnlich. Denn wir haben für Sie das Fahrzeug mit der Vienna Volllederausstattung konfiguriert. Das heißt, wir haben hier den Memory-Sitz auf der Fahrerseite mit dem Ergo-Active-Sitz kombiniert. Wir haben hier unten die Lordosenstütze, natürlich ganz normal unteres Sitzteil, oberes Sitzteil und hier oben direkt die Knöpfe für die Memory-Funktion. Das heißt, sowohl ich als auch meine Frau, Freundin, Verlobte, Lebensgefährtin, Partner, was auch immer, kann die Sitzposition speichern. Ich auf 1, mein Partner, meine Partnerin auf 2 und sobald ich auf die jeweilige Zahl drücke, stellt sich der Sitz automatisch so ein, dass es für die Person passt. Das heißt, Sie verlieren nie wieder Ihre wertvolle Sitzkonfiguration, wenn Sie das Fahrzeug mal verleihen an Freunde, Familie, Partner, Partnerin. Des Weiteren, wenn wir uns dann reinsetzen hier, werden wir natürlich begrüßt von dem superschönen TFT-Display hier oben und dem, wie ich finde, sehr, sehr attraktiven Lenkrad. Mir gefällt das richtig gut, auch von der Dicke. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Wo wir greifen, haben wir dieses perforierte Leder
Oben haben wir das normale Glattleder. Hier natürlich auch nochmal mit der Airline-Applikation. Ich finde es echt schick. Übrigens das gleiche Lenkrad, wie wir es auch im Touareg finden. Also auch hier nochmal eine deutliche Aufwertung für das Preissegment. Lenkrad ist natürlich mit Lenkradheizung, denn was wir hier bei dem Fahrzeug verbaut haben, ist die Standheizung. Ich kann das hier einmal zeigen. Wir haben hier am Schlüssel die dritte Fernbedienung mit dabei, haben hier die Standheizungsfunktion und das Ganze natürlich auch mit Timer. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal die Zündung einschalte bei dem Fahrzeug, schalten sich jetzt natürlich alle Systeme an. Auch hier die ganzen Button werden jetzt beleuchtet. Gibt echt super viel hier zu erklären. Ich hoffe, wir kriegen das kurz und knapp anschaulich hin in diesem Video. Hier nochmal der Knopf für die bereits angesprochene Lenkradheizung. Und dann hier unten in dem Klimamenü haben wir halt den Button nochmal für die Standheizung. Ich habe sie jetzt hier gerade mal aktiviert. Kann sie natürlich auch wieder deaktivieren. Und worauf ich eben noch hinaus wollte, was echt ein super Feature ist, gerade für die arbeitstätigen Leute, die halt jede Minute im Bett wertschätzen im Winter und keine Garage haben, die Timer-Funktion. Das heißt, sie müssen um 7 Uhr los, haben aber keine Lust, eine Viertelstunde früher aufzustehen, weil sie noch kratzen müssen. Gar kein Thema. Sie stellen die Timer-Funktion der Standheizung auf 6.45 Uhr. Das Auto stellt die Standheizung ein. Sie kommen raus, wie gewohnt, um 7 oder um kurz vor 7. Das Auto ist frei. Kein Kratzen mehr, kein Schneeschieben mehr von der Scheibe. Und direkt im Innenraum ist es auch nochmal warm. Also ich finde es als Langschläfer echt eine Top-Funktion. Was haben wir sonst noch mit dabei? Die ganz normalen Gimmicks. Natürlich haben wir hier das Navigationssystem mit dabei, mit der Karte. Wir haben Apple CarPlay, hier natürlich noch nicht verbunden, weil es ja ein Neufahrzeug ist. Und auch sonst alle Möglichkeiten mit dabei. Wir haben hier sogar, wie Sie gerade gesehen haben, die Gestensteuerung. Das heißt, ich muss nicht mal den perfekt geputzten Bildschirm anfassen, sondern kann auch nur durch Gestik die Menüpunkte verändern. Assistenzen bin ich schon mal kurz drauf eingegangen. Hier auch nochmal zu sehen, dass wir sogar den Trailer Assist haben. Das heißt, Parkassistent für den Anhänger, Heranfahrassistent, wenn Sie ankuppeln wollen, und Anhängerstabilisierungsprogramm. Sonst, wie gesagt, ganz normal. App Connect, man kann die Stereoanlage ein bisschen konfigurieren. Medien natürlich mit dabei für Ihr Bluetooth, USB, was auch immer Sie nutzen möchten. Was noch anzusprechen ist, wir haben hier das große Ambiente-Lichtpaket mit dabei. Das heißt, Sie können über den Display die Farben in den Beleuchtungen hier und hier nochmal wählen und können da zwischen 40 Farben, sind es glaube ich mittlerweile beim VW, wählen und das so konfigurieren, wie Sie das haben möchten. Wir haben ja auch in unseren vorherigen Videos, in die Sie natürlich auch bitte gerne reinschauen, das TFT-Display schon ausreichend beschrieben, die Funktion, dass man die Karte darüber ziehen kann, dass ich meine Assistenten da besser sehen kann, dass ich links und rechts die Anzeigen variieren kann. Denke ich mal, sind wir schon astrein drauf eingegangen. Wenn da nochmal Erklärungsbedarf herrschen sollte, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst es uns wissen oder schaut euch die anderen Videos an, wo wir das nochmal wirklich erklären. Soweit, so gut erstmal in der ersten Sitzreihe. Ich würde sagen, wir schauen einfach nochmal hinten rein mit der Kamera, wie sie da aussieht. Auch hier natürlich die super schönen Vienna Airline Ledersitze mit dabei. Wir haben auch nochmal oben und unten Taschen an den Vordersitzen. Das heißt, wir haben optimale Verstaumöglichkeiten. Oben für kleinere Sachen, wie zum Beispiel ein Smartphone, eine Gummibärtüte für die Kinder, Kopfhörer, AirPods oder keine Bluetooth-Kopfhörer. Hier unten größere Sachen, iPad, Laptop, was auch immer Sie mitnehmen möchten, ist hier mit dabei. Natürlich Isofix hinten rechts und links. Das heißt, Ihre Kinder sind hier auch optimal sicher. Mittelarmlehne ist mit dabei. Das ist natürlich auch immer praktisch mit Cupholdern. Das heißt, auch hinten können Getränke super gut verstaut werden. Was wir auch mit dabei haben, was ich einmal zeige, während ich mich reinsetze. Wir haben in der Mittelkonsole auch nochmal die dritte Klimaautomatikzone. Das heißt, hinten kann nochmal getrennt geregelt werden, wärmer, kälter, so wie es passt. Wie Sie vielleicht sehen, sitze ich schon etwas nach hinten gelehnt. Das liegt daran, dass wir hier in dem Fahrzeug die Möglichkeit haben, die Rückenlehne nochmal zu verstellen. Das heißt, man kann aufrechter sitzen
Oder man kann halt ein bisschen entspannter sitzen. Für längere Fahrten natürlich super entspannt, dass man sich hier so ein bisschen zurücklehnen kann. Beinfreiheit auch echt gut. Kopffreiheit super. Ich bin 1,86. Ich sitze hier echt top. Also für die Fahrt nach Kroatien, Schweden, Dänemark, Spanien, Portugal bin ich hier optimal aufgehoben. Dann würde ich sagen, schauen wir natürlich zum Schluss nochmal in den Kofferraum rein. Wie schon anfangs erwähnt, die Anhängerkupplung. Hier natürlich direkt mit Schalter mit dabei, wo Sie einstecken können für Ihren Fahrradträger, für Ihren Anhänger. Und natürlich auch die Öse mit dabei, wo Sie direkt den Karabinerhaken einhaken fürs Sicherungsseil. Rückfahrkamera ist hier mit drin, wie man es nochmal sieht. Jetzt kann man auch nochmal richtig schön sehen, wie der Perleffekt hier seine Wirkung trägt, dass es einfach nur glitzt und super toll aussieht. Hier riesengroßer Kofferraum. Wir haben bei dem Fahrzeug das doppelte Mattenprogramm bestellt. Das heißt, wir haben sowohl die Gummimatte für den Kofferraum als auch die Gummimatten für alle vier Fußräume. Und die Stoffmatten sind natürlich auch mit dabei. Alles andere, was hier noch rumliegt, ist Werkzeug, Tire-Kit, Verbandstasche, ist im Paket, wenn Sie das Fahrzeug bei uns auf der Internetseite sehen, im Preis bereits inkludiert. Viele Händler machen ja so dubiose Angebote wie: kaufen Sie noch unser Starter-Pack für 200 Euro, wo dann Warnweste, Kennzeichenhalter und so Sachen, Zubehörsachen mit drin sind. Das ist bei uns alles direkt im Preis mit inbegriffen. Auch Überführungskosten sind mit drin. Das heißt, da kommen keine extra Kosten auf Sie zu, was natürlich für den Verbraucher immer noch echt toll ist. Herr Mieter hat eben schon mal kurz auf die Anhängerkupplung gefilmt. Der Schalter ist da oben. Einmal drücken, klappe ich ein. Nochmal drücken, kommt die Kupplung wieder raus. So. Ich denke mal, worauf man noch eingehen kann. Natürlich hier unten die Park Distance Control, vorne und hinten. Wir sehen sogar hier seitlich nochmal einen Sensor mit dabei. Das heißt, wir haben sogar den Parklenkassistenten. Sie fahren an eine Parklücke ran. Das Fahrzeug misst mit den seitlichen Sensoren, ob es reinpasst. Wenn ja, können Sie einfach über das Lenkrad den Einparkvorgang bestätigen. Das Fahrzeug gibt Ihnen dann Anweisungen, ob Sie Gas geben sollen oder bremsen. Das Lenkrad lassen Sie los. Das Fahrzeug lenkt vollständig von alleine. Hinten auch nochmal die Airline-Optik. Wir haben hier unten den schönen schwarz lackierten Stoßfänger mit diesen Chromelementen nochmal, die halt einfach vier Auspuffrohre symbolisieren sollen. Ich finde es echt schön, weil es nochmal so ein bisschen dieser sportliche Touch ist und nochmal was Besonderes gegenüber dem normalen Tiguan. Sonst haben wir, denke ich mal, außen soweit alles erwähnt. Wie gesagt, hier auch nochmal, da habe ich ja eben schon mal drauf hingewiesen. Von der Seite jetzt wahrscheinlich am besten sichtbar, hier innen das schwarze Feld für den Totwinkelassistenten. Hier würde es dann rot bzw. gelb blinken, wenn sich jemand neben Ihnen befindet und Sie die Spur wechseln wollen. Ja, ich denke mal, das erstmal soweit vom Tiguan Airline. Wie gesagt, es gibt natürlich noch andere Ausstattungsvarianten, die wir auch für Sie besorgen können. Das ist gar kein Thema. Bei diesen Fahrzeugen arbeiten wir mit speziellen Partnern zusammen und haben natürlich auch nochmal gut vorkonfiguriert für Sie. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, das Weiß ist schon echt toll, aber die Chromleisten stören mich, ich bin der Fan von der Blackline Edition, auch das gar kein Thema, kommen Sie gerne auf uns zu, wir machen das für Sie möglich. Genau, soweit erstmal von mir, vielleicht nochmal kurzes Roundup. Wir haben hier einen Allrad, eine Standheizung. Wir haben eine Rückfahrkamera, wir haben den Totwinkelassistent, den Spurhalteassistent, die Anhängerkupplung mit 2,5 Tonnen Zugkraft. Wir haben 200 PS, das ist der neue Motor, das Facelift-Design vom Tiguan in der Airline-Ausstattung. Das Ganze kriegen Sie als EU-Reimport-Neufahrzeug bereits für 44.990 Euro. Wie gesagt, wenn da noch Wünsche sind, das machen wir gerne möglich. Wenn Sie sagen, Blackline soll es sein, eine andere Felge soll es sein, kommen Sie gerne auf uns zu. Ich hoffe, Ihnen hat das Video soweit gefallen. Wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen habt, stellt sie gerne unten in die Kommentare rein. Wir sind immer gerne offen für Verbesserungsvorschläge, auch für Fragen. Wir versuchen, die so schnell wie möglich zu beantworten. Ich würde mich freuen, wenn Sie einen Like da lassen, gerne natürlich auch ein Abo, denn auch mit diesem Fahrzeug wird noch ein Video kommen. Wir werden das nochmal vergleichen, Sportline versus Airline. Skoda versus VW, ist der Preisunterschied das Ganze wirklich wert? Ich sage erstmal vielen Dank. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, schönes Wochenende. Ich bin erstmal raus. Tschüss.
Ciao.